Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Black Ops 3 Singleplayer. Ja, wir sind fast Level 7, wie man schon sieht. Ich habe diesen Bildschirm ausgewählt, weil ich habe ja das Spiel neu gestartet. Nach der letzten Aufnahme-Season habe ich dann halt das Spiel beendet, wie schon erwähnt. Wir gehen erstmal auf Vorsätzen und ja, halten die Klappe, oder? Oder auch nicht. Lass ich dich fragen, halt die Fresse. Kane denkt, dass Taylor hinter dem Angriff auf die Geheimstation steckt. Müsste sein DNI ihr nicht seinen genauen Standort verraten? Eine Pumpe ist... MPs, was haben wir da? Freischalten und ausrüsten. Visier. Oh mein Gott. Ein Lasertracker will ich nicht. Aber den Schaft nehme ich auf jeden Fall. Gliedmaßoptimierung im Mikroschubstuhl für irgendwie laufende Wänden. Nehmen wir. Notfallreparatur. Wird genommen, Junge. Haben wir eine Tarnung frei? Nein. Schade. Was haben wir hier für Aufsätze? Schnelles Magazin. Ja, wer braucht schon Visier? Schnelles Magazin, Junge. Dann geht's los. Wir nehmen natürlich dann die. Haben wir hier. Was, hier haben wir was frei? Oh, leichtes MG, okay. Scharfschützen, okay. Taktik. EMP, was will ich denn damit? Habe ich immer noch nicht die Semmel. Ab Level 8 im Singleplayer, okay. Wird. Kane sagt, sie sind abgetaucht. Irgendwie müssen sie ihre DNI-Verfolgung abgeschaltet haben. Also, ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, unser Verbindungsoffizier verheimlicht uns was. Ich glaube, du bist nur paranoid. Ich habe ihre Akte gelesen. Sie hat heftige Einsätze mitgemacht, schlimme Situationen und überlebt. Ich denke, sie meint es ehrlich. Geben Sie sich als Waffenhändler. Okay. Wir werden sehen. Finde ich auch. Deswegen geht's jetzt auf! Was war's? Eigene Klasse 4. Die muss ich ja umbenennen, die Klassen, fällt mir gerade mal so auf. Die Morde, die Säuberung der Station, deutet darauf hin, dass Taylors Team kompromittiert ist. Wir haben über 5 Jahre lang mit ihnen gedient. Wir kennen sie. Die drehen nicht durch. Es sind die Immortals. Das ist ihre Art zu morden. Taylor, Immortals, ganz egal. Sie haben die Datenträger der Station. Wenn wir sie haben, werden die Überwachungsvizes zeigen. Hendrix, hast du doch Kontakte? Kommen wir so an die Gurs ran? Ich kenne einen ihrer Datenhändler, Danny Lee. Gerissener Bastard. Aber gute Verbindung. Nutz deinen Charme und bring uns rein. Sind wir drin? Kann Kane die Laufwerke aufspüren? Die 54 Immortals waren noch nie stärker. Singapur-Streitkräfte, CIA. An uns kommt keiner ran. Ihr verlasst euch noch auf Vollstrecker wie Jay Zhong? Jay Zhong? Der wurde ewig nicht gesehen. Vergesst den verdammten Jay Zhong. Wieso sollte ich an euren Robotern interessiert sein? Das ist die beste erhältliche Robotik. Code Schwarz. Ha ha ha.
Schwarz ist mir egal, Hendrix. Grün ist wichtig. Du weißt es vielleicht nicht, aber der Singapur-Dollar steht nicht mehr gut. Hey, noch eine Runde für uns. Wer hätte das gedacht? Ein Gebäude in der Innenstadt explodiert und alles stürzt in Chaos und Anarchie. Komm schon, Danny. Wie weit sollen wir zurückgehen, hä? Ich weiß doch Bescheid über die üble Geschichte der Q-Zone. Du dämlicher Idiot! Du beschämst uns vor unseren Gästen! Locker bleiben, Danny. Wir sind nur hier, um einen Deal zu machen. Du weißt doch, dass das Winslow-Abkommen die allerbeste Kampftechnologie hat. Winslow-Abkommen? Das Winslow-Abkommen ist wertlos innerhalb der Q-Zone. Wo waren sie, als so viele starben? Als die SSK uns im Stich ließ und die Mauer baute? Ich brauche Zeit, um die Datenträger zu finden. Weißt du, wer hier war? Die 54 Immortals. Sie haben aus dem Chaos etwas erschaffen, haben diesen Park genommen und die Solarenergie dieser Superbäume umgeleitet. Ohne die Immortals hätten wir in diesem Drecksloch nicht einmal Strom. Als es keine gab, gaben sie uns Hoffnung. Ja, dank der CDP-Unterstützung ist dieser Hafen jetzt das Herz ihres Waffenschmuggels. Ich weiß nicht, wer du bist. Aber eins sage ich dir. Wenn dich ein alter Freund verlässt, brauchst du neue Freunde. Mal sehen, was eure Roboter können. Vielleicht können wir uns einigen. Das reicht uns schon. Ist es jetzt? Gumin, Gush Yolan. Welche Überraschung. Ich wusste nicht, dass sie kommen. Und dass eine Winslow-Abkommen-Spezialeinheit kommt, wussten wir auch nicht. Langsam, Mann. Was auch immer sie gehört haben, das stimmt nicht. Wir suchen keinen Ärger. Wir sind ungebunden. Ersparen Sie mir Ihre Lügen. Sie und Ihresgleichen haben viele von uns getötet. Es gibt keine Vergebung! Glauben Sie, wir wissen nicht, weshalb Sie hier sind? Das war's, Hendrix. Wann geht's los? Jetzt! Plan B? Plan B! Kane, initiiere Sekundärprotokoll Echo 2. Ich dachte, du wärst mit Danny Lee befreundet. Ja, das dachte ich auch. Robotertrupp aktiviert Sturmmodus. Ich hoffe, du hast den Datenträger lokalisiert, Kane. Hier wird es ziemlich heiß. Wollen wir mal was werfen? Der Serverraum im Pflanzenberg. Mitten im Herzen ihrer Operation. Um was wetten wir, dass Gojulan genau dahin will? Die Überwachung zeigt CDP-Verbündete voraus. Das Nil-Requisitionskorps ist wohl in der Stadt. Soll das ein Witz sein? Sind die auf Urlaub hier? Alter. Alter! Kriegsherr! In Deckung! Ich würde ja gerne in Deckung, aber... Das Problem ist wie! Halt's Maul. Uiuiui. Alter. Okay, ich habe jetzt irgendwas aufgesammelt.
Ha, du Foot! Ich hoffe, du hast den Datenträger lokalisiert, Kane. Hier wird es ziemlich heiß. Hab sie. Der Serverraum im Pflanzenberg. Mitten im Herzen ihrer Operation. Um was wetten wir, dass Ojulan genau dahin will? Die Überwachung zeigt CDP-Verbündete voraus. Das Nil-Requisitionskorps ist wohl in der Stadt. Soll das ein Witz sein? Sind die auf Urlaub hier? Ja. Denke ich mal. Ja, die Blinse der Optik hat mal wieder geblinzelt. Was? Ja, das war ein schneller Tod. Ich hoffe, du hast den Datenträger lokalisiert, Kane. Hier wird es ziemlich heiß. Hab sie. Der Serverraum im Pflanzenberg. Mitten im Herzen ihrer Operation. Um was wetten wir, dass Gojulan genau dahin will? Die Überwachung zeigt CDP-Verbündete voraus. Das Nil-Requisitionskorps ist wohl in der Stadt. Soll das ein Witz sein? Sind die auf Urlaub hier? So. Du Stück Scheiße da hinten. Diese Kriegsherren, die sind so zum Kotzen. Nee, mich kriegen die ja nicht. Heute nicht. Assi. Oh mein Gott. Jetzt hänge ich. Ich hänge! Oh mein Gott. Oh mein. Halt die Fresse und verpiss dich, du kleiner, dummer Uso. Kleiner mieser Wichser, wie viel? Testen wir mal, wo da einer ist. Hat da. Easy. Sie ziehen sich zurück. Vorwärts. Warte mal, vorher hole ich mir aber. Oh mein Gott. Wir müssen uns um das Geschütz kümmern. Ja, das werde ich jetzt mal machen. Mit dem Geschütz da kommen wir nicht weiter.
nagelt uns fest. Alles okay. Okay. Dann geht's mal weiter, würde ich sagen. Achtung, 54i Verstärkung nähert sich. Waffenkammer. Ich weiß nicht, wie das sieht, aber... Nein. Geil, ne? Wo bist denn du hin? Ach so. Komm, du ihr Wichser! Hilfe! Bitte! Ihr eat mal das, Junge. Seine froh, dass ich nicht so viel Schuss habe im Magazin. Alter. Rücke vor, Deckung geben. Gebe Deckung, los. Ja, und hier. Kleiner mieser Wichser. Oh. Oh mein Gott. Ey, sag mal, willst du nicht mal sterben oder so? Das war, glaube ich, falsch. Nein, nicht schon wieder. Oh, hier ist Munition, das ist gut. Ja, wie komme ich jetzt hier wieder hoch? Ah, toll, wir laufen. Warum nicht? Sag mal, ich komme da jetzt wohl ernsthaft nicht drüber. Geht doch. Lass mich mal kurz hier hoch. In den Turm ist ein Raketenwerfer. Meiner! Eat das, Junge, und das. Oh, oh. Bleib mal hier. Asi. Oh. Ah, hier ist eine Munitionskiste. Easy. Hey, aus dem Weg! Registriere Feindaktivität auf beiden Seiten. Sag was, das ich nicht schon weiß. Ich habe einen Hintereingang zum Pflanzenberg gefunden. Übertrage auf das Hut. Das. Okay, ich probiere mal was. Oh,
Easy! In welche Richtung, Kane? Links oder rechts? Egal. Beide Wege enden beim Pflanzenbergeingang. Gut. Komm, wir müssen los. Ja. Ich gehe hier lang. Wir müssen zum Pflanzenberg. Los jetzt! Lutscher! Loyale Immortals, hier ist eure Mutter Gorjula. Agenten des Winslow-Abkommens sind in unser Heim eingedrungen. Gar nicht wahr. Euren Vater, meinen Bruder Gorwin, ermordet. Sie müssen für ihre Verbrechen büßen. Wer mir ihren Kopf bringt, wird belohnt. Gorjulan ist ziemlich sauer. Ja, du hast ihren Bruder gekillt. Hätte sie killen sollen. Wichser! Und zurück. Hey, aus dem Weg! Also wir nehmen jetzt diese hier. Registriere Feindaktivität auf beiden Seiten. Sag was, das ich nicht schon weiß. Ich habe einen Hintereingang zum Pflanzenberg gefunden. Übertrage auf das Hut. Die wumst richtig gut durch. Egal, beide Wege enden beim Pflanzenbergeingang. Komm, wir müssen los. Meine Fresse. Kleiner mieser Wichser. Wir müssen zum Pflanzenberg. Los jetzt! Wiss. Schnickelst das nicht mit, ne? Weg von hier! Idiot! Aber die Sniper, muss ich sagen, gefällt mir. Die nehmen wir wieder. Hey, aus dem Weg! Registriere Feindaktivität auf beiden Seiten. Sag was, das ich nicht schon weiß. Ich habe einen Hintereingang zum Pflanzenberg gefunden. Übertrage auf das Hut. Wie bitte? Alter, weißt du, da legst du so eine geile Sniper-Action hin. So. Ein Schlag in die Fresse, bitte. Hey, aus dem Weg! Jo,
Registriere Feindaktivität auf beiden Seiten. Sag was, das ich nicht schon weiß. Ich habe einen Hintereingang zum Pflanzenberg gefunden. Übertrage auf das Hut. Alter. Links oder rechts? Egal. Beide Wege enden beim Pflanzenbergeingang. Easy peasy, ja. Komm ich da eigentlich hoch? Wie ist der Plan? Links oder rechts? Schade, ich habe gedacht, da kommt man hoch. Wir müssen zum Pflanzenberg. Los jetzt! Ja, gut. Gojulan ist ziemlich sauer. Ja, du hast ihren Bruder gekillt. Hätte sie killen sollen. Ganz schön viel Schuss habe ich mit dem Ding. Weißt du, da steht so eine fucking Munitionskiste. Komm, hier ein bisschen. Der da stehen. Alter, das ist ja mal eine Waffe, ey. Sollten diese Tür aufbekommen. Hingehen. Ja, wie sieht's aus? Force voraus, in Deckung. Ja. Für die Dinger haben wir nicht genug Feuerkraft. Er ist schwer gepanzert, aber nicht kugelsicher. Seine Waffen kriegen ihn klein. Aziz. Weißt du? Steht dickfett da, nicht schwer gepanzert. Der Serverraum ist im obersten Stock. Wir müssen wohl nach oben. Aufteilen. Ja, okay. Ich geb's jetzt. Zu, die... In Deckung. Geilste... Das könnte ich den ganzen Tag machen. Was? Jetzt ohne Scheiß. Jetzt ohne Scheiß. Was soll das? Der Serverraum ist im obersten Stock. Wir müssen wohl nach oben. Aufteilen. Gut, ich gehe jetzt hier oben lang. Das ist mir scheißegal.
Alter. Über. Die mal alle übertreiben müssen. Gut, ich hatte auch Lust zu kämpfen. Nö. Ja komm, du mit deinen Pissdingen da, da kann ja jeder. Ja, ich auch bald. Bei Paketbestätigung. Oh, lala! Halt die Fresse. Sag mal, gibt's hier wirklich nur eine fucking Treppe nach oben? Wir halten fest. Da kommt dann auf einmal ein Großer. Und der ist nicht gerade geil. Und sexuell. Da würde ich mal an der Stelle sagen, mach ich einen Cut und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann, haut rein.